Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. Die smarteste Community auf YouTube, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, und heute möchten wir uns nach Lukaku natürlich auch noch, wie versprochen, um Joshua King kümmern, der natürlich auch Player of the Month wird. Des Weiteren werden wir uns dann in den kommenden Tagen natürlich auch mit den vier anderen beschäftigen, die natürlich auch noch zur Auswahl stehen. Ich hoffe, ihr habt darauf Bock. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ich denke mal, wir haben heute nur sechs Teams haben wir heute zur Auswahl, die wir auf jeden Fall euch vorstellen werden. Leider, wie es schon im heutigen ersten Video eben bekannt gegeben wurde, hat meine Xbox gesagt, nein, ich verbinde dich nicht mit dem Internet, deswegen machen wir das alles über Footbin. Zeige euch natürlich die Teams. Ich habe dahingehend auch noch nicht selber so richtig investiert. Ich hoffe natürlich, ich kriege das heute im Laufe des Tages noch hin und mal gucken, wie das Ganze so aussehen wird. Jetzt starten wir aber erstmal rein mit Joshua King. Ja, Joshua King, 4 Tore, eine Torvorlage, auf jeden Fall sehr, sehr akzeptabel, seine Monatsvorstellung. Lukaku eben mit einem Assist mehr. Aber okay, wir gehen direkt mal rein, was haben wir investiert oder in was würde ich persönlich investieren? Gehen wir direkt rein, klar, King spielt bei Bournemouth und Bournemouth hat natürlich auch richtig gute Spieler. Zum einen sehen wir hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Silberspieler. Und das Schlimme daran ist, dass die Silberspieler leider komplett fast nicht mehr auf dem Markt sind. Richtig, richtig bitter, weil ja durch die Kane SBC eben, ja, ziemlich viel davon gebraucht wird. Und deswegen sind die sehr, sehr, sehr teuer. Des Weiteren haben wir Buruc noch als Inform. Wir haben Arthur, Wilshere, Gradel, King und Wilson vorne drin. Jetzt seht ihr es hier. Es sind, na gut, einer ist gerade nicht auf dem Markt. Die anderen sind relativ teuer. 51.000 Münzen auf der Xbox One, 59.550 zurzeit auf der PS4. So viel kostet es zurzeit das Team, um darin zu investieren. Also ist schon extrem heftig, muss man einfach mal sagen. Ne? Aber okay, mal gucken, ob er überhaupt kommt. Weiter geht's mit Team Nummer 2. Und Nummer 2 ist ein komplettes norwegisches Team. Wir haben hier einfach zur Investition nur 11.000 bis 12.000 Münzen, die wir ausgeben müssen. Liegt einfach daran, dass kein Inform gerade da ist. Es gibt ja Jahrstein als Inform, es gibt King als Inform. Und dies beide sind extrem teuer. Also die kosten so zwischen 30.000 bis 50.000 Münzen. Sonst, wenn man kein Inform braucht, dann ist das natürlich sensationell, weil diese Spieler einfach extrem billig sind. Für 11.000 Münzen kann man sehr, sehr gut investieren. Wenn er kommt, dann kann man das runterrattern wie, ja, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wenn es kommt, dann werden die auf jeden Fall auch teurer werden. Und da könnte man vielleicht auch gut investieren und einfach mal noch 10 Spieler extra holen. Somit macht man auf jeden Fall ganz gut Gewinn. Wenn er kommt, das ist immer die Frage. Es ist immer wieder mit einem bestimmten Risiko behaftet, hier zu investieren. Das darf ich euch auch immer wieder sagen. Deswegen müsst ihr selber entscheiden, in was investiere ich, wie viele Coins habe ich zur Verfügung, will ich ihn unbedingt haben und so weiter. Weiter geht's dann mit dem dritten Team, was wir haben. Und das ist ein Team mit den ganzen Spielern oder Mannschaften, gegen die er gespielt hat und getroffen hat. Ja, er hat gegen Manchester United gespielt, er hat gegen Swansea, nein, gegen Hull City gespielt und gegen Blackburn Rovers gespielt. Nein, falsch rum. Ah Gott, sorry Jungs. Das ist das Team von seinen Jugendmannschaften bzw. von seinen Mannschaften, wo er überall gewesen ist. Er war sozusagen, jetzt nochmal richtig, er war bei Manchester United, wurde ganz, ganz oft ausgeliehen. Zu Hull City zum Beispiel, auch zu Borussia Mönchengladbach, was ich überhaupt nicht wusste. Und Blackburn Rovers war er dann auch mal kurz. Danach ist er dann zu Bournemouth gewechselt. Hier haben wir es, wir haben den 80er Gesamtrating, haben hier ein paar Spieler reingehauen. Ein paar mehr von Manchester United, weil er da sehr, sehr lange war. Auch schon in der Jugend dort gespielt hat. Wir haben Elmo Hamadi. Vielleicht kann man da auch noch eine Special Card mit rein benutzen. Ja, wir haben Stokes drinne mit Graham. Beide vorne, die Stürmer, sind die höchst gerateten. Kostet auch nicht wirklich viel von Blackburn Rovers. Wie ihr seht, zurzeit kostet es ungefähr 21.000 Münzen, um das Ganze hier zu, ja, vorinvestieren. Ja, vorzuinvestieren. Bei ihr könnte man natürlich auch Martip oder sonst wen reinsetzen. Da habe ich jetzt einfach nochmal ein paar Spieler aus Manchester genommen, dass es noch ein bisschen besser aussieht. 80er Gesamtrating ist, denke ich mal, meiner Meinung nach auch ganz in Ordnung. Kann man auf jeden Fall machen. Weiter geht es dann mit dem vierten Team. Und jetzt kommen wir zu den Mannschaften, gegen die er getroffen und gespielt hat. Und zwar war das auch Manchester United. Des Weiteren war es West Ham United und Swansea City.
Und da habe ich es einfach so gemacht, dass ich mindestens ein 82er Rating gehabt habe. Ich habe jetzt hier keinen Inform reingenommen. Kann man natürlich auch noch machen. Sturridge drin, weil ich ihn persönlich auch als Erstbesitzer untradable habe. Valencia, Shaw von Manchester United. Wir haben hier eine wunderschöne West Ham-Ecke mit Fonte Reed und Adrian. Sigurdsson und Borja Bastón, die zwei höchstbewertetsten von Swansea. Montero haben wir hier noch links und dann einfach noch Chaka, Shaqiri und Sturridge reingehauen. Und damit sieht das Team auch gar nicht mal so übel aus. Insgesamt 25.000 Münzen auf der Xbox. 30.000 auf der PlayStation 4. Gute Investition, kann man auf jeden Fall machen, wer die Coins hat. Warum nicht? Ja, weiter geht's dann mit dem nächsten. Und zwar, jetzt ganz, ganz wichtig. Ich habe mich informiert bei Wikipedia. Und zwar, seine Mutter ist Norwegerin, aber sein Vater kommt aus Gambia. Und da könnte man sehr, sehr gut Profit machen. Ihr seht's, das sind fast alle. Also es gibt, glaube ich, noch 3-4 mehr. Es sind fast alle Gambia-Spieler im Spiel. Und wie ihr seht, zurzeit kosten sie ungefähr 7.300 Münzen. Ja, wir haben ja sehr, sehr viele, die 200 kosten. Ne? Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht EA, wenn er kommt, was rausballert, was keiner mit ahnt und die dann so durch die Decke gehen, dass man da auf jeden Fall ganz gut Profit machen kann. Ich werde mir auf jeden Fall von jedem Spieler einen holen. Das werde ich definitiv machen und mal gucken, ob wir Glück haben. Vielleicht investiere ich noch ein bisschen mehr. Vielleicht biete ich mir noch ein paar für 200 oder sowas. Mal einfach gucken. Die können wir dann wieder abstoßen. So viel Verlust ist es ja dann nicht. Und dann gehen wir schon zum letzten Team rein. Und das letzte Team ist einfach wieder ein Premier League Team. Diesmal aber mit einer 82er Gesamtstärke, weil ich mir sehr gut denken kann, wenn er kommt, wird er maximal eine Karte, wie ihr habt selber schon reingeschrieben, von einer 81 bekommen. Deswegen habe ich schon den Inform genommen. Billigster Inform hier ist Trippier. Kostet ungefähr 18.000 Münzen. Den Rest habe ich einfach hinzugefügt mit Slimani, Giroud, Shaqiri, Schneiderlin, Ramsey, Sterling, Rose, Fonte, Mate, Begovic. Kostet insgesamt auch 36.000 Münzen. Liegt einfach daran, Trippier kostet 18.000 Münzen, wenn ihr das wegnehmt, bezahlt ihr sozusagen für das ganze Team, was eigentlich ganz gut aussieht, nur 18.000 Coins. Und das ist, denke ich mal, auch eine lohnenswerte Investition, wenn ihr die Münzen übrig habt. Ja, also da bin ich auf jeden Fall nicht ganz so schlecht. Des Weiteren müssen wir mal gucken, wie das Ganze jetzt hier ganz so aussieht. Also ich würde sagen, das sind 6 Teams, die man auf jeden Fall machen kann. Was dazu zu sagen ist, man könnte natürlich noch vielleicht ein Full-Special-Card-Team abgeben, wie ich schon bei Lukaku genannt habe. Aber ich denke, so, das ist so, das denke ich mal, das Wichtigste, was man wissen müsste zu Joshua King als Investitionsguide. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da. Es fehlen noch knapp 1.700, bis wir hier die 30.000 endlich geknackt haben. Die 3 da vorne will ich unbedingt noch sehen. Am besten vielleicht Ende dieser Woche. Aber ich bin gespannt. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Wie gesagt, immer smart und sexy bleiben. Ich bin raus. Hashtag Supersteif unten in die Kommentare. Euer Chris und... Ciao.